Also das ist so ein System, wo alles drin ist. Also wenn du was buchen willst, Was ist da genau drin? alles. Alles. Ja, da wissen die dann, was du gebucht hast. Und die anderen wissen quasi, was sie buchen können. Und so kommt das zusammen. Alle Online-Buchungen. Alle buchen. Alle Buchungen. Ja. Komplett alle. Online oder offline. Okay. Da kommen die halt zusammen. Und dann wissen die, was die tun müssen. Das heißt, es ist ein Sammelpunkt, wo alle zusammenkommen. Genau. Alle. 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 Online, offline, Telefon. Immer wenn irgendwer irgendwas buchen will, dann kommt das da rein. Okay. Und auch raus. Aber Hauptsache, es ist drin. Sonst ist es nicht da. Genau. Richtig. Okay. Verstehst du? Ja. Gut. Ja, das ist ganz hilfreich, wenn man sich online vermarkten möchte. Also, das muss ja nicht mehr sein, ne? Ja, aber es ist hilfreich, als wenn man es. Aber du musst das nicht mehr machen. Nee, du musst das nicht machen, aber wenn man es andersrum macht, wie man es früher oft gemacht hat, ist es total scheiße. Ja, aber es kann jeder so machen, wie er will jetzt. So wie er verkaufen will, kann er auch verkaufen. Nee, dass du das so siehst, ist mir schon wieder klar. Ja, ist auch wichtig Ja. so. Nein, aber als Hotel, ja, ist es ja zumindest besser, wenn man sich selbst Warum darf günstiger denn das verkauft Hotel als das nicht teurer. selber entscheiden? Ja, das darf es Können ja die doch auch. machen. Ja, können die doch Dann müssen machen. wir das nicht machen. Wenn die das wollen, können die das ja Ja, machen. genau. Ja. Aber jetzt erklärt, was das ist, will Wenn man auch du nicht. alles gleich machen willst, machst du alles gleich. Genau, das wäre also Ja. alles gleich. Alle kriegen den gleichen Alle, Preis. ja. Genau. Ist ja eine Möglichkeit. Musst du aber nicht machen. Nö, muss man nicht machen. Nö. Ist so ähnlich wie SEO, wie Suchmaschinenoptimierung, nur teurer. Ja, auf jeden Fall teurer und auch da hat sich ein bisschen was geändert und da gibt es auch ganz viel Streit drum. Was? Wieso? Naja, weil das machen auch viele, wo die Hotels das nicht so toll finden, dass die das machen. Ach, du meinst so nach dem Motto, wie wenn so ein Reisebüro vor der Tür steht und sagt, buchen Sie doch bei mir, obwohl Sie ja eigentlich zum Hotel gerade wollten. Sowas. Genau, und deswegen machen die das, damit die da die Kunden so abgrasen. Ja, das stimmt. Da gibt es Probleme manchmal. Ja. Aber ansonsten, was ganz gut daran ist, das ist halt sehr kurzfristig. Wenn ich sehr kurzfristig Leute und Besucher auf meiner Seite haben will, dann geht das schnell. Ja,